Erste Mahlzeit: Toast, 4 Scheiben, 3 Tomaten und ein Glas Tee, was sehr, sehr ungewöhnlich ist bei mir morgens so, wenn ich alleine frühstücke. Läuft. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und auf dem Toast war natürlich noch Schafskäse drauf, habe ich gar nicht erwähnt. Momentan ist das irgendwie so mein Standardfrühstück geworden. Morgens so Toast und irgendwas dazu, also Trauben oder Tomaten. Geht auf jeden Fall mega fit. Und weil ich unbedingt aus dieser Tasse trinken wollte, habe ich ein bisschen Tee getrunken. Also ich habe nur die Hälfte getrunken, die andere Hälfte, ja, habe ich dann nicht mehr getrunken. Und gleich geht's auf zum Schulter-Trizeps-Training. Ich habe richtig übertrieben Bock auf Schulter-Trizeps-Training. So, also einfach auf Seitheben. Richtig, ich habe richtig Bock auf Seitheben einfach. Einfach Seitheben. Mega nice. Letztens war ich auch im Rückentraining natürlich und im Beintraining. Das Beintraining habe ich nicht gefilmt. Das Rückentraining habe ich zwar gefilmt, so könnt ihr mal ganz gut sehen. Aber da kam kein eigenes Video dazu, deshalb gar kein Stress. Es kommt die Tage, ich gehe die Tage eh nochmal Rücken trainieren. Und übrigens sind Nietzsche und ich am Freitag, den 30. in Paderborn bei der FitOne-Eröffnung mit Voss. Und Kamera wird auf jeden Fall am Start sein. Und ja, mal gucken, ich bin mega gespannt, was da so abgeht, was da für Leute so sind und wie das Fitnessstudio ist. Und da werden wir natürlich versuchen zu trainieren. Also wenn man da trainieren kann, werden wir trainieren. Brusttraining oder so. Ich würde sagen, ich labere jetzt wieder am Anfang hier nicht so viel, sondern mache mich erstmal auf den Weg zum Kraftwerk. Und dann gibt es erstmal ein geiles Schulter-Trizeps-Training. Tatsächlich war das Training übertrieben gut. Ja, wie gesagt, Schulter- und Trizeps-Training. Ich habe als erste Übung Military Press gemacht. Hier seht ihr ganz kurz, wie ich so in diese Übung reingehe. Also schön erstmal den Griff, die Griffbreite finden, schön konzentrieren und dann mit volle Wucht rein. Und ich mache ein 4x4. Ich habe mich so dafür entschieden, 4x4 zu machen. Einfach weil ich Military Press relativ schwer mag. Und man sieht, es ist nicht ganz so sauber, beziehungsweise es ist nicht ganz so schnell von der Art, also von der Technik her. Deshalb werde ich da auf jeden Fall noch viel dran machen müssen. Also ich lasse das Gewicht und versuche jetzt erstmal schön an den Wiederholungen und an der Ausführung zu arbeiten, bis ich das 4-mal richtig schnell und richtig sauber hochkriege. Das waren jetzt 20 Kilo pro Seite. Dann als nächste Übung habe ich dann die Hammer Strength Schulter Press Maschine, wahrscheinlich Schulter Press Maschine, Shoulder Press Maschine meine ich natürlich gemacht, ja, 30 Kilo pro Seite und ja, 8 bis 10 Wiederholungen, 3 Sätze lang, also relativ, ich sag mal, im Hypertrophiebereich, so ganz normal. Genau, eine schwere Übung, dann die hier noch als drückende und das war es eigentlich auch schon. Ich mache noch nur noch 3 bis 4 Sätze Seitheben, mehr mache ich da aktuell nicht. Da ich ja Schulter und Trizeps mache, würde ich Schulter, Nacken machen, würde ich es ein bisschen anders machen. Aber ja, Seitheben sieht man hier ganz easy, wie ich das sonst immer mache. Ich habe es glaube ich noch nie von hinten gefilmt, sondern immer nur von vorne oder von der Seite. Man sieht eigentlich, ja, so wie ich es mache, spüre ich es halt perfekt in der mittleren Schulter, also so in der seitlichen, da wo es auch hin soll. Weder im Nacken, also ganz, 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 ganz leicht nur im Nacken, aber das ist ja, ich würde mal behaupten, normal. Und ja, das war auch recht, also richtig geil. So, da mache ich so 12 Wiederholungen meistens, gehe ich nicht tiefer als 12. Und Dips habe ich da noch gemacht. Wir haben ein bisschen improvisiert mit dem Gürtel da, aber trotzdem 30 Kilo Zusatzgewicht, so 8 bis 10 Wiederholungen. Relativ, also ich würde mal sagen, so ein bisschen schwerer so als, ich sag mal, Grundübung so in Anführungsstrichen. Und ja, richtig geil. Dips, auch eine meiner Lieblingsübungen, kann ich leider nicht so oft machen. Also konnte ich früher nicht so oft machen, einfach aufgrund des Push-Pull-Beine-Plans. Jetzt geht's wieder, mega nice. Und als letzte Übung so, ich sag mal, zum Auspumpen, so eine Überkopf drücken am Seil. Mega nice, das Training, richtig geil, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ich hoffe, ich werde mich in der nächsten Zeit einfach steigern. Und das Training läuft bis jetzt ganz nice und viel Spaß mit dem restlichen Video. Was für ein Training, mega nice Training gehabt. Also der Pump war richtig krank, die Schulter hat gebrannt, dann beim Trizeps auch nochmal. Ich habe ja Dips gemacht und Pushdowns. Also eher über Kopf drücken am Seil, am Kabelturm, war richtig krank, also übelst geil. Ich habe da auch ein bisschen, ich habe da einen Dropsatz gemacht am Ende. War echt ein geiles Training. Machtdog ist richtig geil und die Ernährung habe ich jetzt auch wieder ein bisschen unter Kontrolle. Gestern lief es mega gut. Jetzt gibt es bei mir erstmal ein richtig geiles Bro-Meal. Reis, Gemüse und Hähnchen. Und das habe ich mir jetzt erstmal überlegt, dass ich das so als Basis nehmen werde. Das heißt ein Frühstück, ein normales, entweder Toast, Haferflocken, Müsli, irgendwie sowas. Dann als Mahlzeit halt irgendwie so in diese Richtung was. Halt Reis, Hähnchen, Gemüse oder halt Linsen, Bohnen und Nudeln oder so, was ich halt meistens esse, dass ich das hier sozusagen als Basis nehme und halt zwischendurch mal einen Shake und ein bisschen Quark oder so und dass ich mir dann erstmal, die nächste Zeit erstmal nicht so viel Stress wegen Tracken, Eintragen und sowas mache, sondern erstmal sowas als Basis nehme, dass die Ernährung erstmal ein bisschen ins Laufen kommt und dann ganz entspannt,
wenn es dann wirklich, sag ich mal, ernster wird, so was heißt ernster vielleicht, ja, dann werde ich halt ein bisschen mehr tracken. So grob werde ich natürlich so ein bisschen vielleicht mal eintragen, so habe ich gestern zum Beispiel ein bisschen eingetragen, wusste, okay, 1000 Kalorien, esse ich noch einiges und das war also so ein bisschen so für mich, werde ich das natürlich machen. So habe ich ja immer noch die Kontrolle darüber und ja, falls ich mir da noch ein Eis reinziehe oder so, das versuche ich halt, so, das mache ich sowieso immer nur, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Das heißt, ich ziehe mir jetzt nicht ein Eis rein, nur weil ich weiß, dass ich ein Eis essen kann, sondern nur, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Und aber wenn ich keinen Bock darauf habe, meistens hat man keinen Bock, wenn man seine Ernährung geplant hat, beziehungsweise gut gesättigt ist, dann hat man keinen Bock auf sowas. Deshalb gar kein Stress, geile Mahlzeit, gib ihm. Also wenn das mal nicht lecker aussah, weiß ich auch nicht. Ihr habt gesehen, was da alles dabei war. Reis, Hähnchen, Gemüse, wie gesagt, und ein paar Gewürzgurken, einfach so für den Geschmack. Das werde ich zweimal essen, das heißt das hier einmal und das nächste Mal dann wieder dasselbe. Falls mir das dann irgendwie zu trocken werden sollte, so beim Essen oder irgendwie sowas, werde ich da ein bisschen Ketchup drauf machen oder so. Simple Mahlzeit, funktioniert, schmeckt gut. Also wenn man es gut würzt und gut, ja, wenn man es ja gut macht, dann schmeckt es gut. Deshalb labere ich jetzt auch nicht mehr so viel, ich habe übertrieben Hunger und gebe mir erstmal diese Mahlzeit. Ach, übrigens mache ich mir gleich nochmal meinen Kreatin, also dieses Kreatin-Mix, was ich da mal bekommen hatte. Dieses hier, und das werde ich dann so beim Essen trinken. Beim Essen trinken. Ja, geschmacklich ist das halt nicht übertrieben geil, aber werde ich dann einfach so nebenbei sippen. Und denn ich habe einfach vor, ein bisschen einfach auch mal die Supplements mal ein bisschen regelmäßiger zu nehmen. Damit hat man dann Schritt für Schritt einfach immer eine kleine Motivation. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Supplement kauft, muss es nicht unbedingt sein, dass es, also beispielsweise jetzt, dieses Kreatin-Mix. Vielleicht bringt es einfach überhaupt nichts, weil ich auch einfach Creapure nehmen konnte, so einfach ganz normales Kreatin. Eigentlich ist das meistens bei mir so, Nils hat das auch früher mal erzählt, dass wenn er sich ein Supplement geholt hat, da hatte man einfach diese Motivation, aufgrund einer Sache einfach durchzuziehen. Ist natürlich nicht sehr geil, wenn man sich an eine Sache bindet, so dass man halt nur sagt, okay, nur weil das am Start ist. Und beispielsweise jetzt, wenn du Kreatin kaufst, dann gehst du trainieren, hast richtig Bock drauf. Und wenn dein Kreatin leer ist, ich habe keinen Bock mehr aufs Training, nö, ich gehe nicht mehr trainieren. So. Also das finde ich nicht so nice. Aber einfach so, was mir aufgefallen ist und was Nils auch schon mal erzählt hatte von sich, dass es einfach so ein bisschen Kopfsache ist, wenn man irgendwie so ein Kreatin hat und dann zum Beispiel ein Kreatin nimmt und dann so übelst auf die Ernährung achtet, damit alles perfekt läuft und Training läuft gut und sowas. Das ist eigentlich ganz nice. Deshalb, warum labere ich jetzt schon wieder so viel? Ich habe doch übelst Hunger und ja, bis dann. Zweite Portion für heute Abend. Das ist das Geile am Vorkochen. Also Vorkochen in Anführungszeichen, denn ich habe es ja nicht irgendwie einen Tag vorher gekocht, sondern einfach heute gekocht, heute werde ich es essen. Das ist jetzt einfach hier am Start, die zweite Portion. Werde ich mir jetzt ganz geschmeidig warm machen und ich werde diesmal, denke ich mal, ein bisschen Ketchup drüber machen, weil beim ersten Mal war es schon geil, aber zum Ende hin wurde es immer trockener und jetzt ist es ja so, dass ich es erwärmen muss. Das heißt, dass es jetzt schon nicht mehr so frisch ist, sage ich mal in Anführungsstrichen wieder. Es ist ja noch frischer, weil ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Es war jetzt im Kühlschrank, das heißt, es war kühl, jetzt wird es so erwärmt, das heißt, es wird definitiv so ein bisschen trockener als davor sein. Die ganze Saftigkeit geht ja verloren, wenn es nicht direkt aus dem Ofen bzw. aus der Pfanne genommen wird und aus dem Ofen. Ich habe es noch nicht im Ofen gemacht. Aus der Pfanne, aus dem Topf genommen wird und gegessen wird. Deshalb gar kein Stress, aber dafür ist es nicht so heiß. Denn jeder kennt das Problem, wenn das Essen übertrieben heiß ist, man übertrieben Hunger hat und man warten muss. Mit diesen weisen Worten werde ich jetzt dieses Video beenden. Ich denke, ich werde mir noch später so ein bisschen Magerquark mit Müsli geben. Darauf habe ich mir übertrieben Bock und dann war es eigentlich auch schon mit der Ernährung für heute. Also mega nice. War ja auch schon wieder fast ein ganzes Full Day of Eating. Also ja, aus jetzt ein, zwei gute Mahlzeiten, die ich vielleicht noch essen werde, also das Müsli noch, vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Snack oder so, mal gucken. Ach ja, und einen Shake habe ich noch getrunken, den habe ich gleich gezeigt, mit Whey einfach nur. Ja, das war's eigentlich. Morgen ist ein Restday und wie gesagt, Nils und ich werden am Freitag in Paderborn sein und zu der Fitborn-Eröffnung, da werden wir bestimmt noch ein bisschen trainieren, also ich denke mal, da werden wir bestimmt trainieren, wenn wir da können. Ansonsten wird es vorher noch ein Training geben und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sage wie immer nicht, gebt den Daumen mal ein Video nach oben, sondern macht was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es auch noch bei den nächsten Videos vorbeischaut und noch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und damit jetzt bis zum nächsten Video.